ein Mann. In die 40 kann er alles durchschauen. Die Tücken des Lebens, die Launen der Frau. Ein junger Mensch irrt sich, noch dann und wann kommt ein Mann in die 40? Dann zeigt er, was er kann. Der Mensch beginnt sein Leben in der Wiege, wobei er von der Welt nicht viel versteht. Er ahnt auch nichts von Fortschritt und Intrige, ist wehrlos ausgesetzt der kleinsten Fliege und wartet darauf, dass die Zeit vergeht. Aber kommt ein Mann in die 40 Jahre, dann wird ihm erst klar, was bisher sein Leben so ist oder war. Der Knoten entwirrt sich, nun wird er wach, kommt ein Mann in die 40. Ach, macht ihn nichts mehr schwach. Der Knabe geht zur Schule in die Lehre und stolpert sich hinein in den Beruf. Oh, dann hat die Liebe schüchterne Premiere, denn bald kommt ihn ein Mädchen in die Quere. Das bleibt so kühl und er ist ein Vesuv. Aber kommt ein Mann in die 40 Jahre, dann ist er begehrt. Dann ist er den Frauen erst richtig was wert. Sie finden ihn würzig wie Paprika. Kommt ein Mann in die 40, ja, dann ist er voll da. Der junge Mann zählt Fehler und Stationen. Er fängt was an mit Schwung und Energie. Und trotzdem handelt er oft mit Zitronen. Hat Schwierigkeiten auch mit den Hormonen. Und möchte gern und weiß nicht immer wie. Doch. Hey! Kommt ein Mann in die 40 Jahre, dann ist er gereift. Dann wird er von niemand so leicht eingeseift. Ein junger Mensch irrt sich, das tut oft weh. Kommt ein Mann in die 40, kommt ein Mann in die 40. Hey, kennt er jeden Trick?